Hallo und herzlich willkommen auf die Miris, dem süßes Meerschweinchen-Kanal auf ganz YouTube. Das liegt hauptsächlich an denen und an diesen Müffelstücken hier. Und was ihr da schon seht, es wird ein weiteres Mal ausgepackt, und zwar das zweite Mal zur Leipziger Buchmesse. Und in dem Sinne, auf geht's! Falls ihr uns aus irgendeinem unerfindlichen Grund noch mehr Pakete schicken wollt, könnt ihr das an diese Adresse tun oder bringt sie einfach auf Conventions mit. Nur nicht auf den Japan-Tag, das ist ganz wichtig, dort haben wir keinen Platz. Überblendung zum Meerschweinchen, und dann würde ich sagen, packen wir aus. Nur Semmel nicht. Semmel brütet hier an der Ecke und weiß noch nicht, was er machen soll. Aber die anderen sind sehr überzeugend davon, dass man gut essen kann. Meins wird präsentiert von der Anna und der Mia. Von der Nadine. Von der Leonie. Ich sehe ganz viele Süßigkeiten. Und ich sehe ein Intro. Zum Beispiel das hier. Sie lieben sogar alle unsere Kanäle. Nicht nur diesen hier und die Müffelstücke, sondern auch Chan Hates Everything und Lucy Shaddix. Und falls ihr dort auch mal das LBM-Vlog-Video sehen wollt, dann könnt ihr das gerne nachholen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Hier einmal in einer wunderschönen Verpackung Schokoladenpralinen. Oh. Und die macht mit Pralinen direkt weiter. Ja, ich habe noch mehr Pralinen. Und ich habe Goldbärchen. Zoom, 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 zoom. Ganz viel Süßkram. Einmal die grünen Rollis, dann einmal Naga-Sticks und einmal Drops und einmal die Naga-Fritten. Ich habe Oreos. Oh mein Gott, ich sehe es. Und ein Einmachglas. Lollis. Ich sehe Crispy Rolls. Ja, dann habe ich noch Schokosticks und Löwenzahn und Ringelblume. Meerschweinchen anderer Leute. Und Tiere. Ah, okay. Und andere Leute. Ja, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen schneller machen. Das sind ganz viele Pakete, die wir noch vor uns haben. Und ihr freut euch, weil es gleich ganz viel zu essen gibt, ne? Das habe ich mir gedacht. Die nächsten Pakete sind da, und zwar von der Christina, dem Michael und dem Aaron. Von der Helena und der Lilly. Und meins von der Lea. Und ich sehe direkt ganz viel Mikado. Einmal mit Vollmilch und einmal mit Zartbitterschokolade. Fitbits. Einmal Koala-Bären. Oh mein Gott. Ey, das ist Kindheit. Erfrischungsstäbchen. Geil. Ich beantrage diese für mich. Die kommen direkt gleich in den Kühlschrank und dann werde ich die heute Abend weglutschen. Ein Menümix und Knabberstang. Endlich haben wir es mal geschafft, euch ein kleines Dankeschön-Päckchen zu schicken. Das ist voll cool, weil die haben nämlich ganz viele Kräuter geschickt. Wow. Und einmal die Familienpackung Naga-Sticks. Ich habe einmal Kräuterheu, Ratatouille und Tomate und Rucola bekommen. Wow. Jetzt hört sich an, als ob unsere Tiere besser essen würden und ausgewogener als wir irgendwie. Was sie tun sie auch. Ja, das glaube ich auch. Ganz viele Süßigkeiten. Oh, ich habe hier eine Riesentüte für Kinder. Nein, für Miris. Weil wir ja auch absolute Bilou-Bibi-Fans sind. Oder das benutzen können, weil wir so empfindliche Haut haben. Das ist doch für aber Dankeschön. Und meins wird präsentiert von der Alia und der Stephanie. Meins von der Maria. Und die hat direkt das riesen Meerschweinchen-Traum geschickt. Mein Paket ist übrigens von der Tine. Dann habe ich hier Naga-Sticks und einen Nut-and-Fruit-Cocktail. Und einmal Gartenkräuter. Dann einmal etwas für Muffin. Es wird weitergereicht. Hier sind ein paar Müffelstücke. Einmal die Müffelstücke anderer Leute. Das wäre übrigens ein toller Filmtitel. Und es geht weiter mit Katzenfutter und Kekschen. Bei mir mit Muffins, einem Trio-Mix und Knabberbäumchen. Bei mir mit Nagellack. Ganz okay. Viel. Danke. Warum auch nicht? Einmal hier was selbstgebasteltes. Und das hier ist richtig cool. Ne? Da mit Möhre. Schon Finger weg vom Nagellack. Das ist Sarahs. Ja, der ist mir. Ich darf das auch. Ich bin fabulös. Ich habe dann noch Riegel, Drops und Süßigkeiten. Nur die Süßigkeiten darfst du essen. Die anderen sind für die Müffelstücke. Okay. Jede Menge Süßigkeiten und eine Tüte mit Kräuter. Und ich habe noch Geld für Bananasplit. Und das wurde gerade präsentiert von der Michelle. Meins ist von der Michelle B. aus Leipzig. Und sie hat folgende Müffelstücke. Meins ist von der Lexi. Meins wird präsentiert von der Mida. Und hier sind ganz viele Bonbons drin. Eine Heurolle und einmal Knabbersticks. Ah, und weil Sarah die ja so gerne mag, ne? Ja! Kamelle! Weil wir alle wissen, dass wir Hochfisch mögen. Oh, Bananenchips! Die lege ich mir auch mal an die Seite. Weil Bananenchips nicht von Apfelchips getrennt sein dürfen. Ich habe nochmal Kleingeld für Bananasplit. Hier sind ihre Meerschweinchen zu sehen. Und das hier sind meine Meerschweinchen. Hallo. Und hier nochmal alle zusammen. Okay, und du hast auch ganz viel Zeug bekommen. Dann habe ich einmal noch Figur-Balance-Tee. Oh, den kann ich gebrauchen. Knabberbrocken mit Mais, rote Beete-Ringe, einen Hamster, einen Kräutermann. Wir haben eine sich putzende Poppy. Das ist sehr selten, deshalb genießt jetzt einmal diesen Anblick.
Ja, genieß auch den Anblick von Semmel, mein Gott. Und dann habe ich noch einen Nature Mix. Von Hanna aus dem Schönebeck-Elbe. Von der Ulrike aus Gelsenkirchen. Von Alia. Hier haben wir einmal Haarfarbe für Sarah. Dann eine kleine Heurolle für die Müffelstücke. Dann ganz viel zum Knabbern. Ich habe ein paar Süßigkeiten. Ich habe auch ganz viele Süßigkeiten und einen Nagellack. Ganz wichtig, alles schön ohne Zusatz von Zucker und Getreide. Dankeschön. Und in meinem Paket war noch einmal Löwenzahn mit Ringelblume. Und ich habe hier auch noch mal viel, viel Nagellack. Das wird ja immer mehr. Guckt euch das an. Bald können wir ein Beauty Palace aufmachen oder so. Hier sind sogar noch ein paar Schmuck und ein Hund. Okay, die Sachen schrumpfen und ich würde sagen, machen wir einfach weiter, damit das hier mal ein Ende nimmt. Yeah. Ich nehme das hier. Das ist nämlich die Meerschweinchen-WG. Und das Coole daran ist, aufklappen und zwei Eingänge. Und wenn ich das jetzt hier hinstelle, dann tun die nichts anderes, als genau da reinlaufen. Von Dennis aus Berlin. Meins ist von der Eileen. Ja, ich würde sagen, auch wieder Süßigkeitenparadies. OMG. Ja, und meins ist zum Wachbleiben. Vorhin der hier ist ganz gut, weil zuckerfrei. Da kann ich auf meine Linie achten. Mein Paket wird präsentiert von der Joy aus Halle. Und eine Postkarte. Ich bin nur verantwortlich für das, was ich sage, nicht für das, was du verstehst. Oh. Oh, guck mal hier, Tuck. Und hier sehen wir ein paar Müffelstücke. Einmal dieser ganze Puffmais und einmal Lachgummis. Ich habe Fruchtgummis mit Schokoladenüberzug, ein Schmusekiss mit Katzenminze für Muffin und Knabberkissen. Es häuft sich und es wird immer mehr. Und hier vorne steht schon das nächste Paket und da sind auch noch weitere. Und du hast ein Minecraft-Männchen. Nein, nicht die Kamera abbauen, bist du verrückt. Meins wird präsentiert von der Jolanda. Von Amelie und Lene. Und meins von Lene und Ava. Und sie hat ganz viele Müffelstücke. Ihr könnt immer alle nur froh sein, dass ihr euch die nicht klauen kann. Oh nein, hier ist etwas ganz doll eingepackt. Ich werde mal versuchen, das auszupacken. Unsere Lieblings-Meris. Wieder 1 Euro für Bananasplit. Ein Blumentopf. Ah, guck mal, hier sind Samen drin, Katzengras für Muffin, Petersilie, Basilikum und einmal Kapuzinerkresse. Okay, das ist geil. Das ist wirklich cool. Das werde ich auf jeden Fall anpflanzen. Da könnt ihr drauf wetten. Ich habe einmal Schokolade und Knabberstangen und Kräuter. Üei, nicht einfach nur Schokolade. Ich habe einen streng geheimen Umschlag für die Meris bekommen. Und Petifua hat sich ins Haus zurückgezogen. Ja, wer hätte es gedacht? Mö natürlich auch. Und ich habe hier einen Brief, wo drin steht, dass deren Meerschweinchen schon viel weiter sind als unsere und sich schon unterworfen haben. Ihr habt einiges nachzuholen, ihr Müffelstücke. Vor allen Dingen du. Ganz viel Knabberzeug für die Müffelstücke und ganz viel Knabberzeug für uns. Okay. Meins wird präsentiert von der Laura in einem wunderschönen Eulenpaket. Und meins von der Claudia. Und meins von der Tamara. Und hier bedankt sich eine Laura für die lustigen Videos. Ganz viele Süßigkeiten. Dann einmal was zum Knabbern, einmal was zum Spielen, damit die auch was zu tun haben. Dann haben wir einmal Knabberdrops. Ja, kriegt ihr gleich. Nagergemüsebricks. Ein königliches Kuschelkissen. Und hier hatte jemand ganz viel Spaß mit den Blumenbändern und hat sogar eine Bananasplit gemacht. Und ganz viel mehr. Ich habe dann hier ganz, ganz viel eingepacktes Knabberzeug und nochmal Süßigkeiten. Die Dinge habe ich vorher nie gesehen und jetzt tauchen die auf einmal überall auf. Wir nähern uns tatsächlich dem Ende von der Marlene. Von der Julia aus Finsterwalde. Und meins von der Charlotte. Hier hat jemand einen voll knuffigen Brief gebastelt. Oh, und hier ist Geld drin, sehe ich gerade. Und zwar 50 Cent für die Bananasplit. Hier, Chocolate Chips in Weiß. Ja! Hier haben wir selbstgemachte Traumfänger, damit die Müffelstücke auch gut schlafen. Oh, dürfen wir dann auch gut schlafen, bitte? Das wäre sehr vorteilhaft. Und dann haben wir einmal den Löwenzahnmix für die kleinen Müffelstücke und einmal ganz viele Mäuse zum Zählen, zum Einschlafen. Was ist los, Poppy? Guckst du dir die neue Banana Crumble etwas genauer an? Ja, ja, mach du das nur. Sie hat ein paar Zeichnungen von Chosen nachgezeichnet und noch ihre Tiere. Katze und Müffelstücke. Ich habe eine Eule, ein Supernatural-Armband, ganz viele Süßigkeiten, Pocket-Coffee und Monster oder Energy-Drink. Das Paket zum Wachbleiben, ja. Sag's doch einfach. Und jetzt der Profi-Wurf nach hinten. Bam! So, ihr nomnomt immer noch, habe ich gehört. Und ihr habt coole Zeichnungen und so weiter ausgegraben, die ihr jetzt gerne mal präsentieren wollt. Ich habe eine sehr coole Zeichnung von Pumpkin. Und ich habe hier eine Pokémon-Karte
aber selbst gemacht mit einem Merimon. Hier haben wir einen Chan. Wir als Meerschweinchen, ich mit ganz bunten Haaren. Eine sehr akkurate Darstellung von Chan und mir. Offensichtlich. Und hier haben wir jemanden, der Onigiri gecosplayt hat. Yay, voll gut. Ja, Bananasbild und Chan in Rock. Ihr habt alles aufgegessen, bis auf der Müll, der findet noch irgendwas. Und in dem Sinne kommt ihr jetzt wieder zurück auf den Boden und ihr bedankt euch einmal ganz doll. Dankeschön. Yay, wieder viel zu viele coole Sachen und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen rauf, vergesst nicht zu abonnieren. Und an dieser Stelle würde ich einfach mal sagen, man hört und stört sich. Bis dann und ein weiteres Mal beginnt das Aufräumen.